Lektion 42. Adjektivische Abänderung. Teil 1. Absatz 42.1. Abänderung. Im Nawattel kann Abänderung in einer Einzelhauptsatzkonstruktion auftreten, wie zum Beispiel in Absatz 30.5 oder Absatz 41.4. Oder in Mehrfachhauptsatzkonstruktionen. In der letzteren, wie bei der ersteren, kann die Abänderung sein. Adjektivisch. Das heißt, ein adjektivisches nominales Prädikat abändert ein inhaltliches nominales Prädikat. Oder adverbial. Das heißt, ein adverbiales nominales Prädikat abändert ein verbales Prädikat. Die adverbiale Abänderung mit zwei oder mehr Prädikaten wird diskutiert in den Lektionen 49 und 50. Die Mehrfachhauptsatzadjektivische Abänderung wird behandelt in dieser Lektion und in Lektion 43. Absatz 42.2. Mehrfachhauptsatzadjektivische Abänderung. Im Nawattel, mit Ausnahme derjenigen, die eingebettet sind in Zusammensetzung Nomen-Wortstämmen, sind alle adjektivischen Bestimmungswörter Satzteile. Die Sprache hat keine Bestimmungswort- plus Anleiterwort-Strukturen, wie Englisch. Ein großer Baum oder meine beiden Kinder. Stattdessen stützt es sich auf eine Struktur, die einem englischen Relativsatzteil ungefähr ähnelt. Zum Beispiel: Ein Baum, der hoch ist, oder meine Kinder, die zwei sind. Außer es hat kein Relativpronomen. Wie, das, wer, wen oder welches. Das als Bindewort fungiert zwischen dem Bestimmungswortsatzteil und seinem Anleitersatzteil. Siehe Absatz 16.2. Eine solche Art von Vorrichtung ist nicht erforderlich, weil im Nawattel eine Mehrfachsatzteilstruktur der adjektivischen Abänderung, ein Anleiter plus ein Bestimmungswort, aus einer Umänderung resultiert, die durchgeführt wird auf einer Struktur der Ergänzung, mit gemeinsam genutztem Verweis, ein Anleiter plus eine Ergänzung, sodass der Rang der Satzbestandteile umgekehrt wird. Das heißt, der Hauptsatz der Quelle wird zum Zusatzsatzteil der Umänderung und der Zusatzsatzteil der Quelle wird zu dem Hauptsatz der Umänderung. In beiden Fällen wird die Verbindung zwischen dem Hauptsatz und dem Zusatz hergestellt durch Affix-Personalpronomen mit gemeinsam genutztem Verweis. Der Unterschied zwischen den beiden Strukturen kann wie folgt zusammengefasst werden. Erstens: Struktur der Ergänzung, siehe Lektion 17. Anleiter ist gleich Affix-Personalpronomen in dem Hauptsatz. Ergänzung ist gleich der Zusatzsatzteil, deren Kern den Anleiter identifiziert. Zweitens: Struktur der Abänderung. Anleiter ist gleich Kern in einem nominalen Prädikat, das als der Hauptsatz fungiert. Bestimmungswort ist gleich der Zusatzsatzteil, dessen Kern den Anleiter beschreibt, bestimmt, charakterisiert oder begrenzt, einschränkt. Vergleiche die folgenden beiden Sätze. Der Hauptsatz ist kursiv geschrieben. Quelle: Nawattelteil. Der Rock ist dünn. Die Röcke sind dünn. Der Zusatz, Nawattelteil, ist das ergänzende Subjekt, das im Querverweis steht zu dem Subjektpronomen, Nawattelteil, des Hauptsatzes, Nawattelteil. Umänderung: Nawattelteil. Es ist ein Rock, der dünn ist. Sie sind Röcke, die dünn sind. Es ist ein dünner Rock. Sie sind dünne Röcke. Der Wortstamm des Hauptsatzes, Nawattelteil, wird beschrieben durch den Wortstamm des Zusatzes, Nawattelteil. Das Subjektpronomen der beiden Satzteile, Nawattelteil und Nawattelteil, haben den gleichen Bezug.
Das folgende ist ein weiteres Beispiel, das wiederum verwendet, ein inhaltliches nominales Prädikat und ein adjektivisches nominales Prädikat, jedoch mit erste Person Plural Subjekt Pronomen. Quelle: Navatl Teil. Wir, deine Freunde, sind gut. Umänderung: Navatl Teil. Wir sind deine Freunde, die gut sind. Das heißt, wir sind deine guten Freunde. Das Bestimmungswort kann markiert werden durch den Adjunkt, Hilfswort, Navatl Teil. Navatl Teil. Es ist ein dünner Rock. Sie sind dünne Röcke. Navatl Teil. Wir sind deine guten Freunde. Absatz 42.3. Das vorangestellte Bestimmungswort. Das nicht markierte adjektivische Bestimmungswort kann in eine Position vor seinem Anleiter verschoben werden. Diese vorgeschlagene Umänderung schafft, erzeugt, kein Thema. Siehe Absatz 17.5. Das heißt, der vorangestellte Zusatz in einer Struktur der Abänderung tut nicht ankündigen, worüber gesprochen werden soll, wie dies in einer Struktur der Ergänzung der Fall ist. In einer Umänderung, die erzeugt wird durch das Voranstellen eines adjektivischen Bestimmungswortes, ist der Zusatzsatzteil enger mit dem Hauptsatz verbunden, als in einem durch Topikalisierung entstandenen. In dem ersteren ist keine Lücke, Verzögerung, zwischen Bestimmungswort und Anleiter zu hören. Vergleiche Absatz 17.5. Navatl Teil. Es ist ein dünner Rock. Sie sind dünne Röcke. Navatl Teil. Wir sind deine guten Freunde. Absatz 42.4. Die Struktur der adjektivischen Abänderung als nebenstehende, angrenzende Einheit. Eine Struktur der Abänderung als Einheit kann an einen Hauptsatz angefügt werden, in einer größeren verketteten Struktur. Navatl Teil. Er verkauft Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Er verkauft Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Er verkauft dünne Röcke. Die Mehrfachhauptsatz angrenzende Einheit kann eingeführt werden durch den Adjunkt, Hilfswort, Navatl Teil. Navatl Teil. Er verkauft Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Er verkauft Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Er verkauft dünne Röcke. Das Adjunkt, Hilfswort, das vor dem vorangestellten adjektivischen Bestimmungswort platziert ist, unterordnet immer die gesamte Struktur der Abänderung und nicht nur das Bestimmungswort. In dem letzten Beispiel ist Navatl Teil unvollständig und muss eine nebenstehende, angrenzende Einheit sein. In ähnlicher Weise funktioniert in dem folgenden Beispiel Navatl Teil als eine nebenstehende, angrenzende Einheit. Navatl Teil. Wir, deine guten Freunde, werden dir helfen. Absatz 42.5. Die Struktur der adjektivischen Abänderung als Hauptsatzeinheit. Eine Struktur der Abänderung als eine Einheit kann dienen als der Hauptsatz einer größeren verketteten Struktur. Navatl Teil. Das, was er verkauft, ist ein Rock, der dünn ist. Das, was er verkauft, sind Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Das, was er verkauft, ist ein Rock, der dünn ist. Das, was er verkauft, sind Röcke, die dünn sind. Navatl Teil. Das, was er verkauft, ist ein dünner Rock. Das, was er verkauft, sind dünne Röcke. Absatz 42.6. Mehrdeutigkeit, Ergänzung und adjektivische Abänderung. Es gibt zwei Gründe für die Mehrdeutigkeit zwischen einer Struktur der Ergänzung und einer Struktur der adjektivischen Abänderung. Erstens. Beide sind Strukturen der Beifügung, Hinzufügung. Als Ergänzung steht der Zusatz als Ergänzung, als Hinzufügung an ein Affix-Personalpronomen in dem Hauptsatz.
Siehe Absatz 17.2. In der Abänderung steht der Zusatz als Bestimmungswort, als Hinzufügung an den Kern, in dem Hauptsatz. Zweitens. Eine Struktur der adjektivischen Abänderung wird erzeugt aus einer Struktur der Ergänzung mit gemeinsam genutztem Verweis und hat keinen speziellen Adjunkt, Hilfswort, der sie als Abänderung unterscheidet. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Potenzial für Mehrdeutigkeit realisiert wird, wird offensichtlich, wenn man die theoretisch möglichen Muster untersucht, für Strukturen der Ergänzung und adjektivischen Abänderung. In der folgenden Tabelle ist eine Topikalisierung Umänderung, eine Umänderung, die erzeugt wurde durch Topikalisierung. Eine Präposition Umänderung ist eine Umänderung, die erzeugt wird durch eine Präposition Umänderung. Ergänzung. Umänderung. Topikalisierung Umänderung. Nicht markierter Zusatz. Hauptsatz. Plus Zusatz. Zusatz. Plus Hauptsatz. Markierter Zusatz. Hauptsatz. Plus Navattelteil. Plus Zusatz. Navattelteil. Plus Zusatz. Plus Hauptsatz. Abänderung. Umänderung. Präposition Umänderung. Nicht markierter Zusatz. Hauptsatz. Plus Zusatz. Zusatz. Plus Hauptsatz. Markierter Zusatz. Hauptsatz. Plus Navattelteil. Plus Zusatz. Bedeutung. Navattelteil. Plus Zusatz. Plus Hauptsatz. Die Präposition Umänderung mit einem markierten Zusatz ist kein vollständiger Satz. Die Aufhängepunkte deuten darauf hin. Es kann nur funktionieren als nebenstehende, angrenzende Einheit. Siehe Absatz 42.4. Dies wird eindeutig gemacht durch Navattelteil plus Zusatz plus Hauptsatzmuster. Wenn es alleine steht, ist es eine Struktur der Ergänzung. Wenn sie als Einheit aneinandergereiht werden, ist es eine Struktur der Abänderung. Auch wenn nicht alle theoretisch möglichen Muster tatsächlich auftreten können. Die Bedeutung der verketteten Elemente spielt eine wichtige Rolle bei der Beseitigung der Möglichkeiten. Ist das Potenzial für Mehrdeutigkeiten immer noch hoch, zumal die Mehrheit der verketteten Elemente entweder als Zusatz oder als Hauptsatz dienen kann. Die Bedeutung ist davon abhängig, welches Kernelement als der Hauptsatz verstanden wird. Die folgenden Beispiele veranschaulichen das Problem. Der Hauptsatz jedes Satzes ist kursiv geschrieben. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die Röcke sind dünn. Navattelteil ist gleich Abänderung. Sie sind dünne Dinge, die Röcke sind. Navattelteil ist gleich Abänderung. Sie sind dünne Röcke. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die Röcke sind dünn. Navattelteil ist gleich Abänderung. Sie sind Röcke, die dünn sind. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die Röcke sind dünn. Navattelteil ist gleich Abänderung. Sie sind dünne Dinge, die Röcke sind. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die dünnen sind Röcke. Nicht mehrdeutig. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die Röcke sind dünn. Nicht mehrdeutig. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Die dünnen sind Röcke. Navattelteil ist gleich Abänderung. Sie sind Röcke, die dünn sind. Weil jedes der beiden Prädikate als Hauptsatz dienen kann, tut die Mehrdeutigkeit auch auftreten in Strukturen der Abänderung,
wenn eine solche Struktur als nebenstehende, benachbarte Einheit dient. Die folgenden Beispiele veranschaulichen das Problem. Der Hauptsatz jeder Struktur ist kursiv geschrieben. Navatl-Teil ist gleich Röcke, die dünn sind. Nicht mehrdeutig. Navatl-Teil ist gleich Röcke, die dünn sind. Nicht mehrdeutig. Navatl-Teil ist gleich Röcke, die dünn sind. Nicht mehrdeutig. Navatl-Teil ist gleich Röcke, die dünn sind. Nicht mehrdeutig. Navatl-Teil ist gleich dünne Röcke. Navatl-Teil ist gleich dünne, die Röcke sind. Navatl-Teil ist gleich dünne Röcke. Navatl-Teil ist gleich dünne, die Röcke sind. Navatl-Teil ist gleich dünne, die Röcke sind. Navatl-Teil ist gleich dünne, die Röcke sind. Hinweis. Anleiter. Plus Bestimmungswortkonstruktionen wie Navatl-Teil und Navatl-Teil können ebenfalls umgewandelt werden in Bestimmungswörter. Plus Anleiterkonstruktionen, bei denen der Adjunkt, Hilfswort, unmittelbar vor dem Anleiter bleibt. Navatl-Teil und Navatl-Teil. Folglich. Die letzten beiden oben angegebenen Beispiele sind mehrdeutig und können auch bedeuten, dünne Röcke, beziehungsweise, die Röcke sind dünn. Betrachte dies als ein weiteres Beispiel. Navatl-Teil. Während dies darstellen kann, das, was sie trugen, das, was Gold war, war ziemlich viel. Mit Navatl-Teil, abgeändert zu Navatl-Teil, kann der Kontext leicht verlangen, dass es darstellt. Das Gold, das sie trugen, war ziemlich viel. Mit Navatl-Teil, abgeändert zu Navatl-Teil. Bezüglich Navatl-Teil, siehe Absatz 44.3.1. Absatz 42.7. Adjektivisches Bestimmungswort, mit einem Zusammensetzung Wortstamm gebildeten nominalen Prädikat, als Anleiter. Der Anleiter einer Abänderungsstruktur kann ein einfach Wortstamm gebildetes nominales Prädikat sein, oder ein Zusammensetzung Wortstamm gebildetes nominales Prädikat. Das Bestimmungswort in der letzteren Struktur, während es die Zusammensetzung als Ganzes abändert, neigt tatsächlich dazu, sich auf die Matrix zu beziehen, weil es das maßgebliche, regierende Zentrum des Zusammensetzung-Wortstammes ist. Vergleiche. Navatl-Teil. Teure Federn. Navatl-Teil. Teure türkisfarbene Vogelfedern. Das heißt, teure liebreizende Kotinga-Federn. Der Einbettung-Wortstamm ist selber eine Zusammensetzung. Navatl-Teil. Türkisfarbener Vogel. Das heißt, liebreizender Kotinga. Natürlich. Wenn die Bedeutung des Zusammensetzung-Nomen-Wortstamm metaphorisch von der Bedeutung des Matrix-Wortstamms entfernt ist, scheint sich die Abänderung auf den Zusammensetzung-Wortstamm als Ganzes zu beziehen. Navatl-Teil. Die dicke aufrechte Trommel im Wasser. Siehe Absatz 35.7.2. Das heißt, die dicke Zypresse. Diese normale Struktur der Abänderung ist zu vergleichen mit der in Absatz 42.10 dargestellten. Absatz 42.8. Verschiedene Arten von Sätzen in der Bestimmungswortfunktion. Der Prototyp der adjektivischen Abänderung hat ein inhaltliches nominales Prädikat als Hauptsatz und ein adjektivisches nominales Prädikat als Bestimmungswort. Dies ist jedoch nicht die einzig mögliche Struktur, wie aus Absatz 42.6 ersichtlich ist,
in der die Rollen vertauscht dargestellt werden? Es gibt tatsächlich eine Vielzahl von Prädikattypen, die als adjektivische Zusätze dienen können. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden in den folgenden Beschreibungen nur die markierten Präposition um Änderungen dargestellt. Erstens. Ein intransitives verbales Prädikat. Dies wurde bereits angedeutet, in den Beispielen mit Navattelteil, in Absatz 42.6, weil es sich handelt um ein Präteritum agens, semantische Rolle, nominales Prädikat. Das heißt, um ein erneut analysiertes verbales Prädikat. Aber das verbale Prädikat muss jedoch nicht nominalisiert werden. Navattelteil. Die Frau, die dort ist. Die Frau dort. Diese Frau dort. Zum Beispiel, Navattelteil. Diese Frau dort wird Tortillas für uns machen. Für Navattelteil. Dort. Siehe Absatz 46.9. Navattelteil. Das sanft, ruhig, fließende Wasser. Zum Beispiel, Navattelteil. Ich schaue auf das sanft fließende Wasser. Der adjektivische Zusatz ist ein Bindewort, T, Zusammensetzung Wortstamm gebildetes verbales Prädikat. Navattelteil. Es tut sich auf der Oberfläche ausbreiten. Zweitens. Ein transitives verbales Prädikat. Wenn der transitive Satzteil nur beinhaltet ein Reflexivobjektpronomen oder ein unbestimmtes Projektionobjektpronomen, sind die syntaktischen Möglichkeiten dieselben wie bei dem intransitiven Satzteil. Navattelteil. Die fünf, die erwähnt wurden. Zum Beispiel, Navattelteil. Mutikwisoma gibt den fünf genannten Personen Befehle. Navattelteil. Die menschenfressende Schlange. Das heißt, die giftige Schlange. Die Giftschlange. Zum Beispiel, Navattelteil. Die giftige Schlange hat ihn gebissen. Wenn jedoch ein transitiver Satzteil ein bestimmtes Projektionobjektpronomen hat, sind die syntaktischen Möglichkeiten komplizierter. Zum einen kann der Punkt mit gemeinsam genutztem Kontakt zwischen den verketteten Prädikaten liegen, entweder in einem Subjektpronomen, wie in dem adjektivischen intransitiven verbalen Prädikat, oder in einem Objektpronomen. Zum anderen kann die Konstruktion, abhängig von mehreren Faktoren, eine Mehrdeutigkeit in Bezug auf Ergänzung und Änderung aufweisen, oder nicht. Die animierte oder nicht animierte Natur der Referenten, Bezugwörter, der Pronomen, stehen im Gegensatz zu Person oder Numerus und zu der Bedeutung der beteiligten Wortstämme. Die folgenden Beispiele veranschaulichen das Problem. Absatz A. Eindeutige Verkettung. Nur Abänderung. Erstens. Verkettung mit Hilfe des Subjektpronomen des nominalen Prädikat. Navattelteil. Die Frau, die mich gesehen hat. Zum Beispiel. Navattelteil. Ich habe die Frau nicht gesehen, die mich gesehen hat. Zweitens. Verkettung mit Hilfe des Objektpronomen des verbalen Prädikat. Navattelteil. Die Frau, die ich gesehen habe. Zum Beispiel. Navattelteil. Die Frau, die ich gesehen habe, hat mich nicht gesehen. Die Frau, die ich sah, sah mich nicht. Absatz B. Mehrdeutige Verkettung. Entweder Ergänzung oder Abänderung. Erstens. Verkettung mit Hilfe des Subjektpronomen des verbalen Prädikat. Navattelteil ist gleich Ergänzung. Das, was die Tolteken gebaut haben. Dasjenige, das die Tolteken gebaut haben. Zum Beispiel, Navattelteil. Was die Tolteken bauten, war wunderbar. Das, was von den Tolteken gebaut wurde, war wunderbar. Dasjenige, was die Tolteken gebaut haben, war wunderbar. Für Navattelteil
siehe Absatz 48.9.4b3. Navatl-Teil ist gleich Abänderung. Die Tolteken, die es gebaut haben, zum Beispiel Navatl-Teil. Die Tolteken, die es gebaut haben, waren clever, schlau. Zweitens, Verkettung mit Hilfe des Objektpronomen des verbalen Prädikat. Navatl-Teil ist gleich Ergänzung. Diejenigen, die das Haus, die Häuser, gebaut haben, zum Beispiel Navatl-Teil. Diejenigen, die das Haus, die Häuser, gebaut haben, waren Tolteken. Navatl-Teil ist gleich Abänderung. Das Haus, die Häuser, das, die, sie gebaut haben. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Das Haus, das sie gebaut haben, war wunderbar. Die Häuser, die sie gebaut haben, waren wunderbar. Die Mehrdeutigkeit ist noch komplizierter, wenn das transitive verbale Prädikat die Mehrdeutigkeit zulässt, die in Absatz 17.4.4 erwähnt wird. Navatl-Teil ist gleich Ergänzung. Derjenige, den die Frau gesehen hat. Derjenige, der die Frau gesehen hat. Navatl-Teil ist gleich Abänderung. Die Frau, die ihn gesehen hat. Die Frau, die sie gesehen hat. Die Frau, welche er gesehen hat. Die Frau, welche sie gesehen hat. Wenn die verketteten Strukturen an eine größere verkettete Struktur angrenzen, können alle diese Mehrdeutigkeiten vorhanden sein. Navatl-Teil. Diejenigen, die die Frau sahen, schrien. Derjenige, der die Frau sah, schrie. Die Frau, die ihn sah, schrie. Die Frau, die sie sah, schrie. Die Frau, welche er sah, schrie. Die Frau, welche sie sah, schrie. In dem besonderen, speziellen Beispiel, in dem der Nomenwortstamm des Hauptsatzes eine Geschlechtsbestimmung beinhaltet und die verkettete Struktur als ein Bestandteil angrenzend ist, in einer größeren verketteten Struktur, deren Anleiter auch eine Geschlechtsbestimmung beinhaltet, kann die Mehrdeutigkeit reduziert, verringert, aber nicht vollständig aufgelöst werden. Navatl-Teil. Derjenige, den die Frau sah, war mein Vater. Derjenige, der die Frau sah, war mein Vater. Navatl-Teil. Die Frau, die ihn sah, war meine Mutter. Die Frau, die sie sah, war meine Mutter. Die Frau, welche er sah, war meine Mutter. Die Frau, welche sie sah, war meine Mutter. Drittens. Ein adverbialisiertes nominales Prädikat, siehe Lektion 44. Navatl-Teil. Das Land hier. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Das Land hier ist fruchtbar und feucht. Viertens. Ein kardinalzahlnominales Prädikat. Navatl-Teil. Eine Person. Eine gewisse Person. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Eine Person hat sich nicht gemeldet. Eine Person kam nicht hervor. Das heißt, es kam keine einzige Person hervor. Keine einzige Person meldete sich. Navatl-Teil. Die zwei Boote. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Die beiden Boote kommen einfach schwimmend daher. Navatl-Teil. Seine drei Kinder. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Er bewachte seine drei Kinder. Das heißt, er hatte drei Kinder. Das zahlnominale Prädikat kann der Anleiter in der Struktur der Abänderung sein. Die Konstruktion ist offensichtlich, wenn ein Adjunkt, Hilfswort, vorhanden ist. Aber natürlich ist das Navatl-Teil optional, wahlweise. Die englische Übersetzung bevorzugt es, die Konstruktion zu ignorieren, indem es das zahlnominale Prädikat als das Bestimmungswort darstellt. Navatl-Teil.
Sie ist eine, in der Anzahl, die eine Frau ist. Das heißt, sie ist eine Frau. Navatl-Teil. Sie sind vier, die Häuser sind. Das heißt, sie sind vier Häuser. Navatl-Teil. Sie sind zwei Bündel, die große Umhänge sind. Das heißt, sie sind 40 große Umhänge. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Sein Preis beträgt, sind, 40 große Umhänge. Eine Abänderungsstruktur, die ein kardinalzahlnominales Prädikat als Bestimmungswort enthält, kann sein, ein Doppelhauptsatzgegenstück, Entsprechung, zu einem Zusammensetzung-Wortstamm gebildeten nominalen Prädikat mit einem eingegliederten Zahlwortstamm. Navatl-Teil. Sie sind vier Monde. Das heißt, sie sind vier Monate. Navatl-Teil. Hinweis. Eine häufige, gebräuchliche Verwendung des kardinalzahlnominalen Prädikat als Bestimmungswort ist zu finden in Datumsangaben. Für die Namen von Tag und Jahr, siehe Anhang E. Navatl-Teil. Der Jahresname ist Dreihaus. Navatl-Teil. Fünftens. Ein quantitatives pronominales, nominales Prädikat. Navatl-Teil. Alle Gäste. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Alle Gäste kamen, traten, herein. In Strukturen der Abänderung, die ein quantitatives nominales Prädikat enthalten, wird die Konstruktion häufig in den Singular gesetzt, obwohl sich das Subjektpronomen auf mehr als ein einzelnes animiertes, lebendiges, reges Wesen bezieht. Navatl-Teil. All die gewöhnlichen setzen sich zusammen. Navatl-Teil. Alle Leute spucken sie an. Jeder Mensch spuckt sie an. Beachte das formal ungerechtfertigte Applikativobjekt. In Bezug darauf, wenn eine Struktur der Abänderung als Ergänzung dient, können die Subjektpronomen in ihrem nominalen Numerus nicht übereinstimmen in der Anzahl mit ihrem Anleiter in dem Hauptsatz. Siehe Absatz 18.5. Navatl-Teil. Was alle Menschen betrifft, sie hatten Angst. Alle Leute hatten Angst. Jeder hatte Angst. Obwohl es ein Singular-Numerus-Subjektpronomen hat, wird die Pluralbedeutung von Navatl-Teil deutlich durch sein Bestimmungswort Navatl-Teil. Das Plural-Numerus-Subjektpronomen auf Navatl-Teil verhält sich so, als ob sein verbales Prädikat in einem eigenen Satz wäre. Das quantitative pronominale nominale Prädikat kann der Anleiter in der Struktur der Abänderung sein. Die englische Übersetzung ignoriert die internen Beziehungen der Navatl-Konstruktion durch die Umkehrung von Anleiter und Bestimmungswort. Navatl-Teil. Sie sind alles, was Federn sind. Das heißt, sie sind all die Federn. Navatl-Teil. Es ist alles, was Vermögen, Reichtum, ist. Das heißt, es ist das Ganze, all das, Vermögen, Reichtum. Sechstens. Ein nominales Prädikat. Navatl-Teil. Sklaven, die männlich sind. Das heißt, männliche Sklaven. Navatl-Teil. Männlicher Hirsch. Bock. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Der männliche Hirsch hat ein Geweih. Hinweis. Eine Struktur der Abänderung, die ein nominales Prädikat als Bestimmungswort enthält, kann ein Doppelhauptsatzgegenstück, Entsprechung, sein, zu einem Zusammensetzung-Wortstamm gebildeten nominalen Prädikat. Navatl-Teil. Es ist ein männlicher Hirsch. Navatl-Teil. Es ist ein Bock. Siebtens. Eine Struktur der Ergänzung. Navatl-Teil. Die junge Dame, deren Herz gut ist. Die tugendhafte junge Dame.
Zum Beispiel, Navatl-Teil. Die tugendhafte junge Dame ist reinen Herzens. Achtens. Im Gegensatz zu dem, was die Übersetzung nahelegt, vorschlägt, wenn ein persönliches pronominales nominales Prädikat, siehe Absatz 16.3, oder ein demonstratives pronominales nominales Prädikat, siehe Absatz 16.5 und Absatz 19.2.1, mit einem nominalen Prädikat zusammenarbeitet, in einer Struktur der adjektivischen Abänderung, ist das nominale Prädikat das Appositiv, Bejahende, und damit das Bestimmungswort. Navatl-Teil. Sie sind diejenigen, die Affen sind. Das heißt, diese Affen, jene Affen, die Affen. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Diese Affen kommen, um es zu riechen. Navatl-Teil. Er ist derjenige, der ein Anführer ist. Das heißt, dieser Anführer. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Die Utumi, die diesen Herrscher bewachen, sind zahlreich. Die Struktur der Abänderung, Navatl-Teil, ist das Thema, das als das ergänzende Objekt fungiert, und im Querverweis steht auf das Objektpronomen, Navatl-Teil, von Navatl-Teil. Die Struktur der Abänderung, Navatl-Teil, in der Navatl-Teil abgeändert wurde durch Navatl-Teil. Fungiert als das ergänzende Subjekt, im Querverweis auf das Subjektpronomen, Navatl-Teil, in dem Hauptsatz, Navatl-Teil. Navatl-Teil. Sie sind diese, die Otomi sind. Das heißt, diese Otomi. Zum Beispiel, Navatl-Teil. Diese Otomi sind Gartenbesitzer. Neuntens. Wie in Absatz 34.16 erläutert, dient ein Maßeinheit nominales Prädikat als der Anleiter. Und das nominale Prädikat, das die gemessene Sache meldet, dient als das adjektivische Bestimmungswort. Navatl-Teil. Es ist ein Büschel, Haufen, der aus Baumwolle besteht. Es ist ein Büschel, Haufen, aus Baumwolle. Navatl-Teil. Sie sind vier Bündel, die aus getrockneten Maiswehren bestehen. Das heißt, sie sind vier Bündel getrocknete Maiswehren. Absatz 42.9. Rekursion, Wiederholung, in der adjektivischen Abänderung. Die Abänderung um Änderung ist rekursiv, durch Wiederholung gekennzeichnet. Das heißt, eine Struktur der adjektivischen Abänderung kann als Anleiter teilnehmen, in einer größeren Struktur der Abänderung. Navatl-Teil. Die wunderbaren Häuser, die sie gebaut haben, waren viele. Die Struktur der Abänderung, Navatl-Teil, wird abgeändert von Navatl-Teil. Navatl-Teil. Gefällt dir dieser, der mein neuer Schild ist? Das heißt, dieser neue Schild von mir. Navatl-Teil, abändert das Demonstrativpronomen, Navatl-Teil. Navatl-Teil. Er gab ihr einen, der ein Edelstein war. Das heißt, eins Edelstein. Navatl-Teil, abändert, Navatl-Teil. Absatz 42.10. Eingegliederte Strukturen der adjektivischen Abänderung. Die Zusammensetzung hat sich im Navatl bereits als ein sehr leistungsfähiges Gerät erwiesen. Die Sprache kann nicht nur das Prädikat eines nominalen Prädikates in die Einbettung Unterposition eingliedern, um zu erzeugen Zusammensetzung Wortstamm gebildete verbale Prädikate, siehe Lektion 30, und Zusammensetzung Wortstamm gebildete nominale Prädikate, siehe Lektion 31, sondern, wie es gezeigt wurde, sie hat auch die Fähigkeit, ganze Strukturen einzugliedern. Wie beispielsweise eine Konjunktion, Verbindung, Struktur, siehe Absatz 34.8. Oder eine Ergänzungsstruktur,
siehe Absatz 35.14. Es sollte daher nicht überraschen, dass eine Struktur der adjektivischen Abänderung das gleiche Vorrecht hat. Das heißt, eine gesamte Struktur, bestehend aus adjektivischem Bestimmungswort und inhaltlichem Anleiter, kann die Einbettung unter Position ausfüllen, in einem Zusammensetzung-Wortstamm. Wie in den anderen Beispielen der Eingliederung von verketteten Satzteilen, beibehalten die bestandteilnominalen Prädikate der Struktur, ihre Subjektpronomen, intakt, innerhalb des Zusammensetzung-Wortstamm. Mit der Ausnahme, dass der Numerus-Zweiteiler, des Anleiternominalen Prädikat der eingegliederten Struktur, weggelassen, gelöscht, wird. Eine Struktur der adjektivischen Abänderung, die an dieser Art von Zusammensetzung beteiligt ist, ist eine Struktur, die einen mehr oder weniger hohen Grad an Lexikalisierung aufweist. Das heißt, die Struktur besteht aus einer Serie oder aus einer eingefrorenen verketteten Aufeinanderfolge. Zum Beispiel Navatl-Teil. Es ist das große Wasser. Das heißt, es ist der Ozean. Das folgende sind einige Beispiele für diese Art von Zusammensetzung. Ein Pluszeichen innerhalb des Zusammensetzung-Wortstamm markiert die Grenze zwischen dem Bestandteile-Bestimmungswort und dem Anleiter der Struktur, welche die Einbettung unter Position ausfüllt. Quelle der Einbettung: Navatl-Teil. Es ist das große Wasser. Das heißt, es ist das Meer, Ozean. Absoluter Zustand Zusammensetzung, nominales Prädikat. Navatl-Teil. Es ist das Ufer des großen Wassers. Das heißt, es ist das Meeresufer. Quelle der Einbettung. Navatl-Teil. Es ist gelbes Gottexkrement. Das heißt, es ist Gold. Absoluter Zustand Zusammensetzung, nominales Prädikat. Navatl-Teil. Es ist eine Höhle mit gelbem Gottexkrement. Das heißt, es ist eine Goldmine. Possessivzustand Zusammensetzung, verbales Prädikat. Navatl-Teil. Es ist meine Höhle aus gelbem Gottexkrement. Das heißt, es ist meine Goldmine. Quelle der Einbettung. Navatl-Teil. Es ist weißes Gottexkrement. Das heißt, es ist Silber. Zusammensetzung verbales Prädikat. Navatl-Teil. Ich veranlasse weißes Gottexkrement dazu, sauber zu werden. Das heißt, ich reinige Silber. Die eingegliederte Struktur der Abänderung funktioniert als ein eingegliedertes Kausativobjekt. Quelle der Einbettung. Navatl-Teil. Es ist eine weiße Sandale. Sie sind weiße Sandalen. Zusammensetzung Präteritum agens, nominales Prädikat. Navatl-Teil. Er, sie, ist ein weißer Sandalenbesitzer. Das heißt, er, sie, hat weiße Sandalen. Hinweis: Es gibt gewisse Aufeinanderfolgen von Bestimmungswort nominales Prädikat plus Anleiter nominales Prädikat, die als eine Zusammensetzung lexikalisiert wurden, auch ohne als Einbettung zu dienen, in einer Zusammensetzung. Navatl-Teil. Es ist bitteres Wasser. Das heißt, es ist Galle. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Eine Sache, die bitter geworden ist. Navatl-Teil. Es ist mein bitteres Wasser. Das heißt, es ist meine Galle. Navatl-Teil. Es ist eine kostbare strahlende, wörtlich, streuende, Perlenkette. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Eine wertvolle, kostbare Sache. Und Navatl-Teil. Ein Ding, das verstreut ist. Navatl-Teil. Es ist seine, ihre, kostbare strahlende Perlenkette.
Navatl-Teil. Es ist ein Weißfisch. Navatl-Teil. Sie sind Weißfische. Das Navatl-Teil wird nicht zu Navatl-Teil. Und die normale Reduplikation, die zu finden ist bei Navatl-Teil, tritt nicht auf. Übung 42. Adjektivische Abänderung. Teil 1. 42a. Die adjektivische Abänderung um Änderung. In jedem der folgenden Sätzepaare dient der erste als die Quelle für den zweiten. Übersetze den ersten als eine Struktur der Ergänzung und den zweiten als eine Struktur der adjektivischen Abänderung. Beispiel. A. Navatl-Teil. Das Haus ist groß. Das adjektivische nominale Prädikat ist der Hauptsatz. B. Navatl-Teil. Es ist ein Haus, das groß ist. Es ist ein großes Haus. Das adjektivische nominale Prädikat ist der Zusatz. 1a. Navatl-Teil. Deren Röcke sind lang. B. Navatl-Teil. Sie sind ihre Röcke, die lang sind. Sie sind ihre langen Röcke. 2a. Navatl-Teil. Das Brot wird mit Honig bestreut. B. Navatl-Teil. Es ist Brot, das mit Honig überzogen ist. Es ist honiggesüßtes Brot. 3a. Navatl-Teil. Der Rauch riecht übel. B. Navatl-Teil. Es ist Rauch, der übel riecht. Es ist übelriechender Rauch. 4a. Navatl-Teil. Die Brise ist kalt. B. Navatl-Teil. Es ist eine Brise, die kalt ist. Es ist eine kalte Brise. 5a. Navatl-Teil. Die Matte ist gut. Die Matten sind gut. B. Navatl-Teil. Es ist eine Matte, die gut ist. Sie sind Matten, die gut sind. Es ist eine gute Matte. Sie sind gute Matten. 6a. Navatl-Teil. Das Wasser ist gut. B. Navatl-Teil. Es ist Wasser, das gut ist. Es ist gutes Wasser. 7a. Navatl-Teil. Du, der du ein Bauer bist, bist stark. B. Navatl-Teil. Du bist ein Bauer, der stark ist. Du bist ein starker Bauer. 8a. Navatl-Teil. Meine Sklaven sind faul. B. Navatl-Teil. Sie sind meine Sklaven, die faul sind. Sie sind meine faulen Sklaven. 42b. Das Problem der Mehrdeutigkeit in Strukturen der Ergänzung und in Strukturen der adjektivischen Abänderung. Übersetze in den folgenden Sätzen den Zusatzsatzteil zunächst als eine Ergänzung und dann als ein adjektivisches Bestimmungswort. Beispiel. Navatl-Teil. A. Das, was lang ist, ist Fell, Pelz. B. Es ist Fell, das lang ist. Es ist langes Fell. 1a. Navatl-Teil. Du, der du klug, umsichtig, bist ein Herrscher. B. Du bist eine Person, Herrscher, die klug, umsichtig, ist. Du bist ein umsichtiger Mensch, Herrscher. 2a. Navatl-Teil. Was wir angesetzt haben, ist ein Feuer. B. Es ist ein Feuer, das wir gelegt haben. 3a. Navatl-Teil. Ich, der ich gut bin dein Enkel. B. Ich bin dein Enkel, der gut ist. Ich bin dein guter Enkel. 4a. Navatl-Teil. Das, was sie gemacht haben, ist ein Haus. B. Es ist ein, das, Haus, das sie gebaut, gemacht, haben.
Es ist ein, das, Haus, das von Ihnen gebaut, gemacht, wurde. 5a. Nahrungsmittelteil. Das, was trocken ist, ist Land. B. Es ist Land, das trocken ist. Es ist trockenes Land. 6a. Nahrungsmittelteil. Die Frauen sind Sklaven. B. Sie sind Sklaven, die Frauen sind. Sie sind weibliche Sklaven. 42c. Die vorangestellte Umänderung. Übersetze die Quelle und die Umänderung. Merke. Die Übersetzung verstößt gegen den Quellesatz, so dass es dem Englischen freisteht, beide Konstruktionen auf dieselbe Weise zu übersetzen. Beispiel. Nahrungsmittelteil. A. Sie trinken Pulque, Agave-Schnaps, der gut ist. Sie trinken guten Pulque. B. Sie trinken guten Pulque. 1a. Nahrungsmittelteil. Der Verwalter, der groß, wichtig, ist losgegangen. Der große, wichtige, Verwalter ging los. B. Nahrungsmittelteil. Der große, wichtige, Verwalter ging los. 2a. Nahrungsmittelteil. Weißes Brot ist das, was benötigt wird. Weißbrot wird benötigt. B. Nahrungsmittelteil. Weißbrot wird benötigt. 3a. Nahrungsmittelteil. Eine große Krankheit ist aufgetreten. Eine große Krankheit trat auf. Wörtlich, es hat sich selbst gemacht. B. Nahrungsmittelteil. Eine große Krankheit trat auf. 4a. Nahrungsmittelteil. Er gräbt nach Edelmetall, das gelb ist. Er gräbt nach gelbem Edelmetall. Das heißt, er schürft Gold. B. Nahrungsmittelteil. Er gräbt nach gelbem Edelmetall. Das heißt, er schürft nach Gold. 5a. Nahrungsmittelteil. Er verkauft kostbare, teure Decken. B. Nahrungsmittelteil. Er verkauft kostbare, teure Decken. 42d. Weitere Sätze, die die adjektivische Abänderung betreffen. Spreche aus und übersetze. 1. Nahrungsmittelteil. Das Essen, das Sie früher immer gegessen haben, wurde früher nur gemeinsam zubereitet, gemacht. Wörtlich, es hat sich früher immer zu einer Einheit gemacht. 2. Nahrungsmittelteil. Er verkauft verschiedene Arten von Federn. 3. Nahrungsmittelteil. Die Schlange sieht die sitzenden gewöhnlichen. 4. Nahrungsmittelteil. Sein Wasser ist kaltes Wasser. 5. Nahrungsmittelteil. Nahrungsmittelteil ist gleich an diesem Ort. Dort. Sie kannten die Sterne, die sich dort befanden. 6. Nahrungsmittelteil. Die Spuren derer, die es gebaut haben, sind tatsächlich auch viele. 7. Nahrungsmittelteil. Er nahm noch ein paar andere Verwalter mit. 8. Nahrungsmittelteil. Sie hören den Worten zu, die die alten Männer ständig sagen. 9. Nahrungsmittelteil. Der Peyote-Kaktus, der dort wächst, ist ihre Entdeckung. 10. Nahrungsmittelteil. Der Baum, der dort stand, war dick. 11. Nahrungsmittelteil. Sie zeigten ihnen die Halsketten, die sie mitbrachten. Wörtlich, sie haben es, sie, hierher geholt, gebracht. 12. Nahrungsmittelteil. Die Einbäume, Butte, in die sie dort hineingefahren, navigiert, sind, waren 2 an der Anzahl. Wörtlich, sie veranlassten sie dazu, dorthin zu gelangen. 13.
Navatl-Teil. Jeder Mensch hat es gehört. 14. Navatl-Teil. Sie geben ihnen all die Dinge, die sie trugen, getragen haben. 42e. Was tut das Zusammensetzung Wortstamm gebildete, nominale Prädikat, Navatl-Teil, es ist eine Maske. Aussagen über die Syntax, Satzbau, der verketteten Konstruktion. Navatl-Teil, es ist eine Maske. Übersetze die beiden Ausdrücke wörtlich. Navatl-Teil. Es ist ein Gesicht. Dies ist ein Zusatzsatzteil, der den Hauptsatz adjektivisch abändert. Navatl-Teil. Es ist eine gefälschte, verfälschte Sache. Navatl-Teil. Es ist eine Fälschung in der Form eines Gesichts. Navatl-Teil. Es ist eine gefälschte Sache, die ein Gesicht ist. Die gleiche Bestimmungswort zu Anleiterbeziehung gilt in der Verkettungsstruktur, wie in dem Zusammensetzung Nomen-Wortstamm.